Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf dem Weg raus aus der Höhle. Wir haben eine Menge Schluchten und Höhlen jetzt erkundet in den letzten zwei Folgen. Und jetzt müssen wir, wenn wir uns das Inventar mal angucken, wir haben eine Menge Gutes eingesammelt. Wir müssen jetzt aber erstmal wieder zurück zu unserer Base ein bisschen aufräumen, damit wir unser Inventar wieder leer haben. Dann kann man bei Gelegenheit irgendwann nochmal wieder runtergehen. Also wir haben hier noch nicht alles erforscht. Ich weiß noch nicht genau, wo wir jetzt rauskommen. Sind ja doch unterirdisch ganz schön weit in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Hoffen wir, dass wir uns nicht zu sehr verfranst haben und von hier noch draußen, wenn wir draußen sind, sehen können, wo wir uns aufhalten. Damit wir auch wieder wissen, in welche Richtung wir nach Hause müssen. Oh, schön. Kommen wir direkt. Ne, kommen wir nicht direkt. Das ist hier nur irgendwie so eine kleiner Unterwassersee. Aber hier muss es nach draußen gehen. So, da wären wir wieder. Ja, tatsächlich, hier vorne sind wir gar nicht so weit gekommen eigentlich, ne? Lustig. Vorne ist eben die Schlucht, die wir schon überbrückt haben. Und hier geht's. Haben wir unseren Eingang. Ach ja, haben wir dicht gemacht. Müssen wir aber aufmachen. Damit wir reinkommen. Und dann können wir wieder dicht machen. Das ist aber ein bisschen blöd, ne? Wenn man sich so den Kopf hier stößt. Wow, endlich wieder in der Zivilisation, in Anführungsstrichen, wieder auf unserer Großbaustelle angekommen. Da kann man nicht mehr mitnehmen, ne? Hahaha. Feuersteine schmeißen wir weg. So, nur mal ab dafür. Jetzt wollen wir doch mal endlich hier ordentlich mit unserer Bahn fahren. Das ganze Stück haben wir schon. Unser Fuß kommt raus oder ist das unser Bremsfuß? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir den Feuerstein doch wieder eingesammelt, als wir die Lore verlassen haben. Aber so sehen wir schon, wie schnell wir nachher in die Wüste kommen. Das ist nur noch eine Sache von, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Man muss nicht mehr 3 Minuten, 4 Minuten durch den Wald laufen. Das ist echt schon praktisch. So. Unten einfach ein bisschen Steine einschmelzen. Irgendwas, was mit nach oben soll. Aus der Truhe meine ich. Nicht wirklich. Sehr schön, wie viel Granit wir jetzt haben. Hier eine ganze Reihe, kann man gut mit bauen. Einfach immer Cobblestone, Cobblestone und tatsächlich, wir haben noch Cobblestone. Und das mal den Dorfbewohnern schenken könnten, das wäre schön. Aber ihr baut hier schön Kartoffeln an, lebt noch alle. Und die Schafe, auch alles noch im grünen Bereich hier. Die Sonne geht gerade unter. So, da sind wir wieder zu Hause. Feuerstein haben wir hier mit drin. Ist auch echt schon voll. Und das können wir alles noch zusammenstecken hier. 15 Pfeile. So, nehmen wir mal Clean. Ich glaube, ich möchte jetzt auch gerne mal mit euch hier weitere Truhen bauen. Und zwar für Steine noch mal so ein bisschen aufzuteilen. Was haben wir denn eigentlich? So viel Schwarzeichenholz, wir haben auch so viel Eichenholz. Ist eigentlich egal, was wir nehmen. So, machen wir einfach hier. Brauchen wir wieder ein bisschen mehr Ordnung hier in der Base. Ja, schmeißen wir erst ein bisschen Erde weg. Toll, jetzt ist es natürlich alles wieder raus.
weiß nicht genau, Eisen. Wieso tun wir denn hier nichts Neues rein? Müssen wir nochmal alles einschmelzen hier, was wir so schön ist, uns organisiert haben. So, Redstones. Ne, das war Färbemittel, hier haben wir Redstone. War nicht so übermäßig, haben wir noch ganz viele Blöcke hier, ein paar Fackeln haben wir noch hier. Hier der ganze Krams aus dem Nether. Glowstone-Staub. Ein Ofen läuft noch nicht, das geht nicht. Alle Ofen müssen in Gang sein. So, das hier ist echt noch so eine Grammeltruhe von uns. Unsere alte kaputte Diamantspitzhacke. Knochen ohne Ende. Das steht fest. Macht keinen Sinn, da irgendwie Einzeltruhen draus zu machen. Das müssen gleich Doppeltruhen sein. So. 1, 2, 3, 4. So, das wird jetzt unsere Cleanstone-Truhe. Wirklich nur Cleanstone soll hier rein. Wir bringen nochmal den roten, den genau rot, sind wir farbenblind. Den blauen, der kommt ja hier mit rein. Da müssen wir auch schon mal feststellen, die Truhe hier wird auch immer voller. 7 Dias sind hier noch. So, Cleanstone, Cleanstone, Cleanstone. So, wir sind voll, okay. Cleanstone in der Mitte. Nee, nicht die Stöcke, sag mal. Stein, 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 Stein. Gut, hier oben kommt der Morgs rein, oder so wie Diorit, Andesit und wie sie alle heißen. War so ein bisschen Cleanstone, Cleanstone. Diorit und Andesit. Bisschen Ordnung rein. So, die ganze Reihe hier. So, dann kann man immer, wenn wir das haben, anders sieht. Wird hier die ganze Reihe sein. So. Ach so. Nee, das ist Stein. Man muss auch täuschen lassen. Cleanstone kommt hier doch aber rein. Trotz haben wir viel Cleanstone mittlerweile. So, auch Kies kommt hier oben in die mistige Truhe mit rein. Und das hier bitte nur noch eine für, ich sag mal, normalen. Für ein bisschen Marmor kann hier mit rein. Und ich würde sagen, normaler Cobblestone, davon haben wir aktuell gar nicht so viel. Treppen, Treppen. Ja, das müssen wir dann nochmal gucken, ob das alles zusammenpasst. Ton passt hier auch nicht ganz so rein. Aber hauen wir erstmal den Kies hier wieder raus. Sind sogar schon zwei Reihen Kies. So, und das würde hier theoretisch noch mit reinkommen. Und einen angebrochenen kann ich Schaden mit auf Tasche haben. Wo haben wir denn eigentlich den Schleim hingetan? Er hat noch irgendwo mal Schleim geholt, oder? Unser Schleim. Hier sind die Blumen. Ja,
Hä? Wieso haben wir zwei Blumenkisten? Da ist er doch. Sache, also diese Kiste hier ist echt ein furchtbares Durcheinander. Das gehört hier nicht mit rein. Lederquarz gehört hier nicht mit rein. Eine Gasträne haben wir hier immerhin. Weiß noch nicht genau, was wir daraus kräften können. Glowstone Staub, Lederquarz. Da ist der Lederquarz. Hier kommen die Körner hin, wobei die können wir auch mal ein bisschen an die blöden Hühner verfüttern. Ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Werkzeugkiste oder so machen sollten. Gute Frage, ne? Eine einzelne Truhe haben wir ja noch. Vielleicht wird das mal unsere Knochentruhe oder unsere Werkzeugtruhe. Werkzeug, das man aktuell nicht mehr mit Verwendung hat oder kaputt ist. Erde. So. Sand. Ja, wohl Sand brauchen wir noch für unten, ne? Da haben wir gleich zwei Stacks mit. Glatter Sandstein, Sandstein. Das, glaube ich, können wir noch zu Platten verarbeiten, oder? Immerhin 26, naja, kann ich hier, immerhin 80, 90. Dann haben wir noch ein bisschen Sprengstoff von Berlin und hier haben wir auch Schwarzpulver. So, können wir hier noch ein bisschen. Nehmen wir endlich mal die ganzen Knochen hier raus. Knochen ist ja auch irgendwas, was ziemlich viel Knochen, Mehl, Knochen. So, und das kommt jetzt hier alles mit rein. Knochen, Knochen, Knochenmehl, Knochenmehl zum schnellen Wachstum. Das ist echt schon ein Riesenlager, ne? Müssen wir eigentlich irgendwann müssen wir mal Schilder machen, damit wir noch später wissen, was überhaupt überall drin war. Jetzt haben wir hier schon wieder ordentlich. Greenstone und Eisen fertig, Gold auch. Wir brauchen bald eine eigene Kiste nur für Eisen. Ein bisschen was kommt nämlich da gleich noch raus. Was soll man so? Greenstones ein paar mit runternehmen, obwohl unten meine ich haben wir auch relativ viele. Wir werden jetzt nochmal wieder uns dann weiter beim Tunnelbau erproben. Nichts mehr. Ist auch gleich leer. So. Inventar würde ich behaupten, noch relativ aufgeräumt, gut sauber. Hier jetzt zwei Smaragde. Hatten wir, glaube ich, bisher auch noch nirgendwo. Eimer. Doch hier oben irgendwo mal gesehen, ne? Ja. Bänke, Eimer, das ganze Gold. So, nun ist es aber doch wirklich gut. Haben wir genug? Aussortiert. Ja, und das passt auch. Haben wir wieder Platz. Auf jeden Fall genug für Baumstoffe. Wir gehen mal wieder unter Tage. Was macht das Schaf auf der Brücke? Will es springen? Macht das sein Selbstmordschaf? Oder kann er schwimmen?
keine Ahnung. Was wir noch nicht haben, ne? Wir haben immer noch keine Pferde gefunden. Wir haben auch in der Neta noch keine große Festung gefunden. Wir haben auch hier in der realen Welt in Anführungsstrichen auch noch keine Festung gefunden. Unser Dorf ist aber noch gut besucht. Unser Hochhaus leider noch nicht belebt. Ich glaube nicht, dass hier schon jemand eingezogen ist. Irgendwie ist der scheinbar noch ein bisschen zu weit weg, wo es so schön geworden ist. Aber gut, ist dann so. Ja, ich frage mich gerade, womit wollen wir weitermachen? Einfach so von Stück von Stück. Ja, natürlich jetzt kein Wandmarmor mitgenommen. Aber doch schon ganz schön viele Deckenabschnitte hier auch fertig. Der nächste wäre dann der hier. Das auch mal schnell weg, davon haben wir eh nicht so viele. Und nächste wird der Abschnitt. Einmal weg mit der Decke. Und einmal schnell helle Decke einziehen. Wände machen wir dann. Mit 36, glaube ich, kriegen wir genau noch den hier, den wir sowieso schon offen haben. So ist halbwegs geschlossen, oder? Oder auch ganz. Hier sollten wir lieber ein bisschen mehr dann raus. Ups, Herr Mann. Dann brauchen wir aber auch oben wieder eine Fackel oder so, ne? Ansonsten wird es dazu dunkel. Also haben wir schon wieder ganz gut Granit eingesammelt. Oh, hier muss dann theoretisch ja sowieso wieder Cleanstones hin. Und hier könnten wir auch schon mal ein bisschen was wegnehmen. Sollen wir noch einen rausnehmen? Achso, das war auch das, wo wir von der anderen Seite schon zugearbeitet haben, ne? Dann haben wir ja hier eh schon eine Fackel, dann können wir hier auch noch ein bisschen was rausnehmen. Das kann ja nicht schaden dann. So, machen wir eine Fackel dahin. Da meinetwegen auch noch, das reicht schon. So, mehr nicht. Hier dicht. So ein kleiner Weg dahinter sozusagen versteckt.
hier einfach noch mal ein paar. Blöcke 11 haben wir noch. Wo wir auch schon wieder welche craften können. Ne? Wir haben ja gerade eben schon wieder eingesammelt. Wir können aber natürlich auch ein paar aus der Truhe holen. Das wäre jetzt auch nicht so das Problem. Und da haben wir schon wieder 64. Das reicht ja auf jeden Fall schon wieder für ein paar Abschnitte. Aber hier ist natürlich nicht so schön. Nehmen wir schon mal die Decke raus. Was ist das hier von der angefangenen Wand? Dann machen wir die nochmal zu Ende. Furchtbar aus, weil das ist auch so ein heiles Durcheinander mit Erde, mit dem hellen Stein, mit normalen Stein. Das sieht doch irgendwie ein bisschen furchtbar aus. Da muss Cleanstone hin. Hier muss auch Clean Stone überall hin. Ich kann mit Erde wieder dicht machen. Ich will keine Erde mitnehmen. So, dann hatten wir das auch. Kommt. Aber zack, zack, zack. Das ist natürlich die Decke hier, weil es nicht so schön ist. So, muss man sagen, ist dieser Abschnitt auch schon fertig vorbereitet. Muss noch ein bisschen gebaut werden. Auch hier sieht es nicht besonders schön aus. Auf der Aufnahmeuhr gucke, habe ich mich gerade schon wieder fast verfranst sozusagen. Ich glaube, für die heutige, ups, wenn ich den wegmachen, den wir gerade gesetzt haben. Für die heutige Folge soll es das jetzt vielleicht gewesen sein, sobald wir hier die letzten 14 Stück verballert haben. Und das ist genau jetzt. Dann noch mehr, naja gut. Also zumindest diesen Teilabschnitt hier noch fertig kriegen, ne? Hier fehlt nur noch die Decke, hier fehlt dann eben noch die andere Seite und auch ein Stück Decke. Hier sind wir mit der Decke schon mal mitten drin in der Arbeit sozusagen. Das muss dann aber auch noch raus. Ja, und hier muss natürlich auch noch alles auf der Höhe raus. Wird noch eine schöne Arbeit werden. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Ja, hinterlasst einen Kommentar und vielleicht auch ein Like und noch. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Ne? Schönen Tag euch noch, schönen Abend. Bis dahin und tschüss.